Jo, Francis, kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Nachdem ich Nesco letztes Mal so hart verkackt habe, habe ich mich zusammengerissen und entschieden, das Ganze einfach nochmal zu machen. Wie immer habe ich dafür einen Permanentmarker genommen, in dem Fall war es jetzt ein Lackstift, und habe dann angefangen, die Outlines nachzumalen und sie damit dann auf mein Glaspainting übertragen. Diesmal habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, damit ich im Nachhinein auch checke, was jetzt Haare und was nicht Haare sind. So sieht das Ganze jetzt aus und im nächsten Part fangen wir dann an, sie anzumalen. Also wünsche mir Glück.